Hast du nicht gerade gesagt, du hast gar keine Ahnung davon? Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich will hier in dieser Sendung nicht darüber reden. Ihr habt es richtig gelesen. Heute rede ich über Sido. Sido ist ein altbekannter Rapper. Ich bin dann auf ein Video gestoßen, wo ich gedacht habe, warum Sido? Bevor ich in das Thema reingeläute, über der Hälfte der Zuschauer sind keine Abonnenten von diesem Kanal. Das heißt an den einen oder anderen, es wäre mega, wenn du diesen roten Knopf da drüben drückst, hier irgendwo unten, und den Kanal abonnierst, damit du die zukünftigen Videos nicht verpasst. Du kannst auch gleich einen Daumen nach oben da lassen, dann hast du beides gleich gemacht und du bist perfekt. Zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe ein Video entdeckt von Sido, wo ich sehr enttäuscht war von Sido. Einige haben sich vielleicht das Video schon angesehen, ich habe es erst heute gesehen und habe mir dann spontan gedacht, ich mache ganz kurz ein Video drüber und sage meine Meinung dazu. Sido hat jetzt momentan ein neues Format, das nennt sich Zuhause mit Sido. Ich vermute, dass Sido dieses Format gemacht hat wegen der Corona-Zeit, dass er einfach aktiv ist und von zu Hause aus mit sehr vielen Menschen live streamt, ja. In einem diesen Formaten ging es um das Thema, wo Xavier mal geweint hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt. Es geht um das Thema Adrenochrom, es geht um den Kinderhandel, Kindermisshandlung, und da hat er in diesem Livestream mit einem Herrn geredet, der mit diesem Thema sehr vertraut ist. In diesem Livestream wurde Xavier genannt und auch der Kinderhandel. Ich habe mir gedacht, dass Sido redet und sagt, ja, ich finde das komplett kacke, ey. Was aber Sido gemacht hat, war was ganz anderes. Er hatte sozusagen Angst, ja. Er hat sich zurückgezogen und hat versucht, ihn zu erklären, ja, dieses Format ist dafür nicht gedacht, nee, weißt du was, wir reden woanders drüber, aber nicht hier und. Wo ich mir einerseits gedacht habe, okay, wenn er meint. Aber andererseits habe ich mir gedacht, du könntest ja einfach nur kurz sagen, das, was passiert, ist nicht gut, das mit dem Kinderhandel, Kindermisshandlung, weil ob der Kinder zuhören oder nicht. Wenn du ganz kurz nur sagst, ich bin dagegen, ist ja doch kein Problem. Wenn du ganz kurz sagst, ich möchte, dass dieses Thema beendet wird, irgendetwas gesagt hättest, dann wäre es okay. Aber was du gemacht hast, ist, nee, ich rede nicht drüber, nee, wir reden woanders. Aber wo? In diesen Formaten, was du gerade machst, erreichst du eine Reichweite, erreichst du Menschen. Wo willst du und woanders reden? Wo? Wo gibt es Menschen, die dann zuhören? Du kannst auf meinen YouTube-Kanal kommen und wir ein Video machen, aber wer weiß, ob wir so viele Aufrufe bekommen wie auf deinem Kanal. Das ist ein großer Unterschied, lieber Sido. Weiters möchte ich sagen, dass er dann zu Xavier gesagt hat, dass er seine letzten Musikvideos nicht akzeptabel findet oder nicht dahinter steht, aber das, wo er geweint hat, ja. Und dann hat er so herumgetan. Seine Art und Weise war für mich jetzt keine korrekte. Ganz ehrlich, also er hat mich jetzt nicht irgendwie gefallen. Keine Ahnung, ich möchte ihn auch nicht irgendwie schlecht darstellen. Aber meiner Meinung nach, das, was er gemacht hat, war keine gute Aktion. Sein Kollege daneben hat dann auch irgendwas gesagt mit, was will dieser Typ, da. Es war klar, wenn wir über solche Themen reden, Kinderhandel, Kindermisshandlung etc., dann will jeder gleich so den Zurückzieher machen. Jo, du, keine Ahnung, red mal woanders. Er redet vor der Kamera, junger Mann. Red so, wie jeder redet. Sag, was in dir ist. Wenn du dafür bist, dann sag. Oder wenn du nichts dagegen hast oder keine Ahnung was, dann sag's. Sag das, was in dir ist. Lieber Sido, mach keinen Rückzieher. Xavier ist ein alter Kollege von dir. Wenn du sagst, dass dir etwas nicht gefällt, dann begründe es auch. Und wenn du sagst, dieses Heulvideo, was für Heulvideo, junger Mann? Warum nennst du es Heulvideo? Überlegst du nicht, warum er geweint hat? Heulvideo. Hast du das Video mal angesehen? Stell dir vor, irgendwas passiert deiner Familie und du weinst. Soll ich auch sagen, ja, Heulvideo. Also ganz ehrlich, Sido, das, was du gemacht hast, hat mir nicht gefallen. Ganz offen, ganz ehrlich. Ich weiß, dass du eine große Fanbase hast. Und ich weiß, dass mein Video eventuell nicht gut ankommen wird bei den Menschen. Aber ich sage, was in mir ist. Und ich sage ehrlich meine Meinung. Und ich weiß, viele werden meiner Meinung nicht zustimmen. Und an jeden, kein Problem, gib ein Dislike. Ich will sehen, der meiner Meinung ist, bitte liken. Der nicht meiner Meinung ist, bitte disliken. Wir sehen, für wen die meisten dann sich entscheiden. Ist doch kein Problem. Aber bitte beurteilt richtig. Nicht, weil ihr Fans seid, einfach, sondern beurteilt fair. Ist es okay? Das war's von mir, Leute. Und ich bitte euch nochmals, es sind über die Hälfte, die zuschauen, keine Abonnenten. Und ich weiß nicht, weshalb ihr aktiv meine Videos anguckt, aber nicht abonniert. Und ich hab verdammt nochmal, abonniert ihr diesen Kanal, sonst rufe ich Sido. Wenn du noch dran bist, junger Mann, und noch nicht abonniert hast,